Bisher bei The Evil Within. Warte mal. Wir können sneaky sein. Ach, scheiße. Okay, okay. Tschüss. Und so geht es weiter. Und damit willkommen zurück zum Bösen innen drinnen. Die Musik spielt und heute müssen wir höchstwahrscheinlich ein riesiges, gigantisches Monster töten. Ich bin so aufgeregt. So, die Musik spielt. Wir treten aus. In der letzten Episode haben wir hier schon alles eingesammelt. Jetzt gehen wir hier um die Ecke und schauen mal, was es mit diesem Generator auf sich hat. Ich weiß es ja nicht. Warum ist denn da so locker? Das ist nicht professionell. Das kann ich dir sagen. Was ist denn das hier? Scheiße, das ist im Arsch. Das ist im Arsch. Das ist im Arsch. Na gut. Wir haben ein paar Teile. Einsetzen. Und eins fehlt noch. Na gut, na gut. Das Ding ist aus. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? So ein bisschen. Manchmal. Wer weiß, was gibt's hier hinten noch so? Noch so ein Kasten? Nehmen. Oh, das ist gut. Oh Gott. Das dritte Teil zum Einsetzen. Mal sehen, ob das jetzt funktionieren wird, hä? Alles leuchtet. Können wir das Ding jetzt wieder anmachen oder was ist los? Hä? Was ist los? Benutzen. Oh Gott, ich drehe am Rad, du. An der Kurbel meine ich. Was ist denn das jetzt? Du bist eklig. Du bist eklig. Ich mag dich nicht. Bosskampf. Es ist soweit, es ist soweit. Dieser Boss ist nicht sehr schön. Okay, warte mal, wir haben hier so ein... Nö, nö, das Ding ist schnell. Was muss ich denn machen? Ach, es ist ja widerlich. Es schleimt alles zu, wie mir scheint. Io. Ich kann an dir vorbei... Ich kann an dir vorbei. Na, du bist eklig. Du bist echt eklig, Mann. Gut, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Munition in die Shotgun. Die Shotgun. Was bist du? Was bist du? Du bist eklig, Mann. Warum sabberst du denn so sehr? Hat dir deine Mutti nicht beigebracht, ordentlich zu essen? Oh Gott, ist das eklig. Oh, nee, nicht so bitte. Gut, langsam und mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Ich bin in einer Sackgasse. Jetzt bist du da oben. Nee, also nee, bitte nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht, unter diesen Löchern stehen. Warte mal, vielleicht doch. Okay, wo es schleimt. Kommt das Vieh jetzt wieder? Hallo? Hallöchen. Was muss ich denn jetzt tun? Warte mal. Ich verstehe. Es ist gut. Sehr aufwendiges... Interessantes, komplexes Prinzip, nicht wahr? Und was ist das für ein Zeug? Was ist das für ein Zeug? Ich überlege ja gerade, ob das Vieh nicht Bock auf eine Granate hätte. Und ich denke, die Antwort darauf ist... Ja. Wo bist denn jetzt? Wo schleimt's denn von der Decke? Da! Diese Musik, sie ist nicht sehr gut. Sie ist nicht sehr gut und sie macht nicht sonderlich Spaß. Da oben ist es. Gut. Willkommen zurück im Game. Wo ist es jetzt schon wieder hin? Oh, ich hasse es ja vielleicht. Gut, wir müssen... mit der Pumpgun arbeiten.
Ich geh an euch vorbei, ihr kleinen Dinger. Da hinten. Ach, du bist unsichtbar. Nee, das tut doch weh. Komm schon. Zeig mir alles, was du drauf hast. Ja, genau, ein bisschen rumrotzen hier auf dem Boden. Gut, die. Wieder da, da, da. Das hat gesessen, nicht wahr, Freundchen? Gleich noch eins. Bam. Gut, mehr habe ich nicht. Das war's. Du alte Sau. Nee, aua. Au, oh, oh. Scheiße, da darf ich nicht durchlaufen, denke ich. Gewitzt. Na, komm schon. Na, komm schon. Du bist ein ekelhaftes Ding. Drei Schuss habe ich noch. Ist nicht viel. Du speist deinen Scheiß gegen die Wand. Nein, jetzt bist du unsichtbar. Da bist du. Na, ich hab dich doch gesehen. Du bist nicht sehr gut. Du bist nicht sehr gut. Du bist hässlich. Ich hasse dich. Wie lange müssen wir das jetzt machen? Ich meine, es gibt ja auch keine Munition für mich, die ich benutzen könnte. Alter. Peitschenhieb ins Gesicht. Nicht schlecht. Okay, warte kurz. Lauf. Ach, fuck. Gegen die Wand gelaufen. Jetzt rastest du aber ganz schön aus, Freund. Machen wir es folgendermaßen. Ich habe noch einen Schuss, den will ich mir aufsparen. Drei. Der sitzt. Au, richtig schön ins Gesicht oder so. Weiß ich nicht, wo ist denn dein Gesicht? Da ist er wieder, pass auf. Dafür habe ich die Pumpgun gebraucht. Jetzt geht's wieder. Lachs. Komm da runter, Mann. Ist ja ekelhaft. Können wir ihn irgendwie eisen oder so? Scheiße. Da ist er. Stirb doch! Nein! Ich häng fest. Aber ich lebe noch. Beim ersten Versuch, Mann. Easy. Gut, warte mal. Ich will nicht halten. Ich will das jetzt aufsammeln. 10.000, ja. Man muss dazu aber auch sagen, ich habe jetzt keine Munition mehr. Das war's. Das war's. Oder was habe ich denn noch so? Nichts. Da hätte ich noch was. Gute. Komme ich jetzt hier hoch? Kontrollpunkt. Fahren wir mit dem Aufzug. Hallo? Nee, warte mal, wir müssen ja das Ding erstmal noch anwerfen. Da wurden wir ja vorhin so unsanft unterbrochen und es funktioniert. Und nun runter mit uns, runter. Ins Erdgeschoss oder nach oben. Mir doch egal, Hauptsache irgendwo hin. Es wird ganz schön dunkel. Gut, das ist eine lange Fahrt. Das ist eine lange, komische Fahrt. Viel Schweigen, komische Situationen. Ein Weg. Wir sind höchstwahrscheinlich jetzt genau hier, wo wir sein sollen. Wo wir sein sollen. Ein paar Gläschen. Kann gut sein, dass diese kleinen Raupen da, oder was auch immer das war, immer fein Munition für mich gedroppt haben, aber ich war zu blöd, sie aufzusammeln und deshalb habe ich jetzt gar nichts, ne? Deshalb habe ich jetzt gar nichts. Wir müssen hier rein. Komm schon. Du musst da durch. Wir können auch da lang gehen, ist okay. Crimson City.
Mit dieser Bahn möchte ich nicht fahren. Oh, was war denn das jetzt? Voll am Abkacken. In der dritten Aufnahme schon. Gibt's hier Leute? Gott, wäre das schön, wenn es hier noch ein paar mehr Gegner geben würde. Oh ja. Du. You. Ich verstehe davon nichts. Ich gehe einfach mal geradeaus weiter. Will, du wirst. Ich werde sterben. Sehe ich das richtig? Werde ich sterben vielleicht? Mal gucken. Wann kommt das nächste Gebälk? Leiden. Ich werde leiden. Ich werde so leiden. Naja, gut, ne? Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Geh. Mach dein Ding, ich mach meins. Wo sind wir? Was sollte das? Wieso sind wir jetzt hier? Es ist doch alles so sinnlos. Mach die Tür mal auf. Da ist Rubik. Ich sehe ihn. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde überhaupt gehört. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll das? Fehlt nur noch die Verfahren. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Was? Was passiert jetzt? Nee. Wieder dieses alte Gehirn. Mitleid? Oh nee, nicht die schon wieder. Oh nee, drei. Gibt's Munition? Ich hab keine. Ich hab gelesen, wenn man den Leuten ins Bein schießt, fallen sie um vielleicht. Man muss sie aber auch mal treffen, also so ist sie nicht. Warte mal kurz. Oh, das ist blöd. Oh, ich habe eine Spritze. Gott sei Dank. Laden Sie nach, mein Freund. Fall mal um. Wie kann ich sie jetzt hinschmeißen? Ah, es funktioniert. Raus mit dir! Das kennen wir doch schon. Gut, wir müssen genau ins Knie zielen. Schießen. Raus mit dir! Ziel! Bestens. Nur noch einer und dann haben wir es. Dann haben wir es. Easy peasy. Tschüss, man. So sieht's aus. Cool. Kapitel 14 überlebt. Das ging fix. Wir werden speichern und wir werden vor allen Dingen jetzt auch einen Cut machen, denke ich, denn was soll's? Was soll's? Wir sind jetzt bei knapp 15 Minuten. Ist diese Folge mal ein bisschen kürzer? Es tut mir leid, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann fangen wir mit Kapitel 15 an. Dem letzten Kapitel in diesem Spiel. Nun, freu dich. Bis dann. Tschüssi. Oh,
We'll be right back.